Also hallo, ich bin's wieder und möchte euch wieder den Montagsgruß, diesmal aus Nürnberg, vorlesen. Liebe Menschen auf den Mahnwachen überall, von der Straße der Menschenrechte senden wir euch aus Nürnberg die allerherzlichsten Grüße. Es war keine gute Woche, die hinter uns liegt. Neben all den anderen Kriegsschauplätzen auf der Welt hat sich die Lage in der Ukraine weiter dramatisch verschärft. Und der nicht enden wollende Konflikt in Palästina erlebt eine weitere blutige Eskalation. Umso wichtiger ist und bleibt es, unsere Stimmen zu erheben und auf den Straßen und Plätzen Frieden einzufordern. Umso wichtiger ist und bleibt es aber auch, uns weiter zu vernetzen, Informationen zu sammeln und zu verbreiten, die uns die Medien vorenthalten oder einseitig färben, sowie unabhängig von den täglichen Horrorszenarien unser Anliegen des Friedens weiter friedlich voranzubringen. Viele, die sich auf den Mahnwachen versammeln oder versammelt haben, tun dies aus Empörung und für viele ist es das erste politische Engagement überhaupt. So bleibt es gar nicht aus, dass nach dem rasanten Wachstum der ersten Wochen die Mahnwachenbewegung in Stocken gerät. Wir verwenden bewusst dieses Wort Wachstum, weil es sehr viele Ähnlichkeiten mit Prozessen aus der Wirtschaft gibt. Auch dort stolpern viele gute Ideen und Firmen oder scheitern sogar, weil ihre Strukturen und Prozesse einer extrem schnellen Entwicklung nicht gewachsen sind. Wer im März oder April diesen Jahres gedacht hat, wir könnten in wenigen Wochen die Welt zum Positiven verändern, war im besten Fall recht blauäugig. Das haben bereits Millionen von Menschen vor uns versucht. Dennoch haben wir etwas erreicht. Auch wenn manchen von uns dies noch nicht aufgefallen ist. Wir haben Zehntausende von Menschen erreicht, die vielleicht sogar viele mehr, auch wenn diese bisher noch nicht den Schritt auf die Straße gemacht haben. Wir sprechen nicht nur einzelne Symptome unseres kranken Systems an, sondern formulieren an vielen Stellen ganzheitliche Zusammenhänge, die in dieser Breite bisher nur selten zu lesen oder zu hören waren. Und wir verbinden Wissenschaft und Seele, Natur und Technik, Körper und Geist in dieser Bewegung. Das unterscheidet sie von allen anderen Bewegungen, die wir bisher erlebt haben. Diese Komplexität hat nicht wenige überfordert. Wir sind nun einmal nicht alle von der gleichen Linie losgelaufen. Alte und junge Menschen, erfahrene Aktivisten und völlige Neulinge, Leute mit umfassendem Wissen in vielen Bereichen und andere, denen die Wucht der neuen Informationen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Aufgewacht sind wir letzten Endes alle, irgendwie. Aber manche haben es auch vorgezogen, die Augen wieder zu schließen. Nicht irgendwelche Ergebnisse sind die wahre Herausforderung unserer Bewegung. Auch wenn wir uns alle diese Ergebnisse wünschen und am besten schnell. Die wahre Herausforderung ist die erfolgreiche Bewältigung dieses komplexen Prozesses des schnellen Wachsens. Wir müssen lernen, friedlich miteinander zu kommunizieren, im Gespräch miteinander und vor allem, was viel, viel schwieriger ist, in der asynchronen Welt des Netzes. Vielen von uns ist noch nicht bewusst, dass auch andere Recht haben können, dass es mehr als nur eine Wahrheit oder nur eine Lösung geben kann, dass unser wichtiges Thema für andere vielleicht völlig unwichtig sein mag. Es sollte auch möglich werden, Konflikte zu bewältigen, denn es wird immer Konflikte geben, wo Menschen aufeinandertreffen. Und ganz wichtig, zu lernen, dass wir eigene Fehler zugeben können und dass wir selbst auch manchmal falsch liegen mit unserer Meinung. Wir müssen friedlich aufeinander und miteinander umgehen. Die Bewältigung dieses Wachstumsprozesses ist die Voraussetzung, auch Erfolge erzielen zu können. Es ist, um einmal konkret zu werden, völlig irrelevant,
ob nun Elsässer oder Pedram in Berlin oder sonst wo sprechen wird. Es war wichtig, dass der Konflikt friedlich gelöst wird. Punkt. Wir reden ständig von dezentralen Strukturen und verschwenden so viel Energie auf vermeintlich wichtige Personen. Die Arbeit vor Ort wird aber von hunderten anderen in den Städten gemacht. Und auch dort gibt es jede Woche wieder unzählige tolle und wichtige Ansprachen. Sie lassen uns nach wie vor viel zu sehr von den Shitstorms anderer beeinflussen, wie auch immer sie heißen mögen. Aber nicht nur oben oder von außen gibt es Schwierigkeiten, auch in unseren Reihen gibt es nach wie vor Maulhelden, die ihre Zusagen nicht einhalten, Meckerer, die alles besser können, ohne eigene Vorschläge zu machen und Wichtigtuer, die alles Mögliche bestimmen wollen. Es gibt Städte, wo alles prima im Team läuft und andere, wo alles an ein oder zwei Personen hängt. Auch das sind Probleme, die wir friedlich miteinander lösen müssen. Und das wird wahrscheinlich nicht immer und überall klappen. Sinkende Teilnehmerzahlen in vielen Städten sind nicht das eigentliche Problem, sondern lediglich Symptome der zuvor genannten Probleme und Szenarien. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben die WM überlebt, wir werden auch noch die Sommerferien überstehen müssen. Und sehr wahrscheinlich müssen wir auch im kommenden Jahr Mahnwachen veranstalten. Geduld gehört auch dazu. Wir in Nürnberg sehen sehr gute Chancen, dass dies alles gelingen wird und freuen uns mit bester Laune auf das, was kommt. Noch einmal, wir alle haben viel erreicht, auch wenn manchen das von uns dies noch nicht aufgefallen ist. Der 19. Juli wird uns neuen Schub und neue Zuversicht geben und vieles von dem Positiven, das in Waltersroda angestoßen wurde, hat die Masse der Menschen noch gar nicht erreicht. Liebe Leute, nach knapp 4 Monaten fangen wir jetzt erst richtig an. Und vergesst bei allem eins nicht, den Spaß. Friede ist auch Freude, im Kleinen wie im Großen. In diesem Sinne wünschen euch die Nürnberger einen guten Montag. Der nächste Montagsgruß wird euch von unseren Freunden aus Würzburg gesendet.